Ich verfolge einen. Nein! Aha. Ich baue gerade Mist, Freunde, das tue ich. Ich denke mir schon, die schauen aber dick aus. Dann habe ich nochmal geguckt, so. Hä, es sind doch genau die, die ich wollte, aber dann im Endeffekt nicht. Habe ich alle? Die sind nämlich sackenteuer. Die, da darf ich keinen einzigen verschwenden. Nam, 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 nam. So, dann muss ich natürlich da wieder hoch. So, ihr weg. Und wo ist meine Erde? Hier. So. 18. Na, ich glaube, 18 hatten wir. So, jetzt. Die hier. Wieso sind das nur 62? Also okay. Passt. Hier so. Stimmt das? Ja. Jawohl, da so. Nee, passt schon. Dann gehen wir hier mal rüber. Einer zu viel. Ah, nepp. Na doch, ich glaube, das passt so. Warte, machen wir hier einmal dicht. Oh. Hep. Wiedersehen. Keine Angst, die hole ich schon. Oh, ganz vorne, glaube ich, muss ich einen anderen Abschluss finden. Als mit den Halbstufen. Auch nicht gefangen. Stimmt das von der Breite her? Müsste eigentlich. Zur Not wegmachen können wir es immer noch. So, weil dann will ich das hier vorne ein bisschen flacher haben, weißt du? Und dann hinten können wir noch mal ein bisschen höher gehen, so 2, 3. Ich weiß nicht wieso, das Bild, das kam jetzt vorhin einfach so katzing, da hatte ich das bei mir im Kopf drin und dann dachte ich mir, eigentlich schon, wieso denn nicht? Mach's denn mal. Jetzt, ja, machen wir das mal. Mann. M-A-N. So, ich muss auf jeden Fall noch aufs Dach und meinen Klumbatsch holen. So, da es wieder Nacht wird und wir bis zum Steinmetz laufen müssen, keine halben Sachen. Schnell eingesammelt. Klick und Klack. So. Und dann flitzen wir schnell zum Steinmetz. Oh. Wollte doch hier eine Treppe bauen. So. Lauf, lauf, lauf. So, ich bin momentan ein bisschen so in die Richtung hingehend, dass ich sage, ich nehme wieder im Voraus auf, weil der Stress, den ich da das letzte Mal hatte, jetzt schnell produzieren und hoffentlich lädt der hoch und es geht nichts schief. Das ist echt, ja. Mist ist das. Gute Nacht. Guten Morgen. Hey, wir haben 33 Level. Oh, wir haben uns eingebaut. Wollen wir denn 33 Level her, sag mal? Egal. Achso, wir haben das Skelett getötet. Weiß er noch? Der Herr Lord Regent. Das weiß er noch. Wieso ist denn hier ein Loch? Okay. Ja, das hier muss, also die Umgebung hier vom Steinmetz muss natürlich auch noch ein bisschen angepasst werden, dass das ein bisschen nach Steinmetz aussieht. Ja doch, guck mal. Nee. Vorne muss ich eins runter. Sorry, aber das sieht dann doch ein bisschen zu unförmig aus. Das müssen wir hier unten auf der Stufe hier machen. Das mit den Halbstufen. Hier. Da sparen wir uns dann schon mal einen ganzen Abend voll. Upsa. Treppen. Nein. Hä? Ich hab doch Space gedrückt, oder? Doch, geht während des Schleichens. Komisch. Huch. Nicht, dass uns die Kühe hier noch abhauen. Da sparen wir uns schon mal einen ganzen Abend von Stufen, sag ich. So, und dann sieht das dann auch nicht so absolut unförmig aus.
Weil prinzipiell, ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben, hier ist es ja ein flaches Dach. Ups. Und hinten kommt jetzt dann nochmal so zwei, drei höher, kommt dann nochmal was hin. Mit einer kleinen Tür, wo man dann hier auch langlaufen kann. Und hier vorne oder hinten? Das ist jetzt die Frage, auf welcher Seite ich mache. Weil was für ein Sinn hätte ein Kran auf dieser Seite hier? Das frage ich mich gerade. Allerhöchstens, ach warte, vorne wollte ich einen anderen Abschluss. Allerhöchstens, wenn da mal zufällig eine Kuh umkippt, dass ich die irgendwie da rauswuchten kann. Aber zur Not komme ich da mit meinem nebelländischen Trecker und hänge die an und fahre mit der aus dem Tor raus. Da brauche ich ja keinen Kran hier. Egal, dann kommt einfach eine Terrasse hin. So einfach ist das. So, unsere Spitzhacke, die macht es nicht mehr allzu lange. So, ich muss nur... Shit. Ja. Runter, bevor sie despawnen, wollte ich gerade sagen. Aber es hat sich gerade erledigt, Freunde. Na, ihr Kühe. Wenn ich das nächste Mal an der Schwarzen Bergfeste bin, lasst mich nicht vergessen, dass ich Weizen mitnehme. Vorausgesetzt, wir gehen hier natürlich wieder... Hui. Zum Kuhschubser. Oh, guck mal da. Da bauen wir uns dann schnell nochmal hoch. Hier liegt nichts. Ach ja, was gibt's denn sonst zu erzählen? Ja, der Euro-Truck-Simulator, der kam ja richtig gut an. Das freut mich. Und ich bin mal gespannt, ob der Multiplayer genauso gut ankommt. Und ja, dann das Layers of Fear. Da freuen sich ja irgendwie die Leute total drüber, wenn ich mir hier so einen auf Psycho mache. Beziehungsweise manche haben sich auch gedacht, ich bin ein bisschen zu langsam. Ich soll doch einfach mal machen. Aber es ist halt, ja, eine ganz andere Situation, wenn du jetzt nachts vorm PC sitzt, mit den Kopfhörern auf und das alles mitbekommst. Oder ob du da nur zuguckst, so schön gemütlich. Weil da lässt du dich ja nur berieseln, da steckst du ja nicht... Das ist ein ganz anderes Ding. Also wenn man selber solche Spiele spielt, ist es nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn man da zuguckt. Habe ich früher auch nicht geglaubt. Aber spätestens seit Outlast weiß ich das. Aha. Oh, von Outlast, da wurde ein zweiter Teil angekündigt, wenn ich mich da jetzt nicht ganz grob täuschen mag. Da freue ich mich schon drauf. Als alter Outlast-Fan. Ich meine, klar, es ist total unlogisch, hier nur mit Kamera und bla, um sein Leben zu filmen. Aber so diese Hilflosigkeit, die man hat, ja, das so entspricht ja quasi so ein bisschen dem Leben, ne? Zumindest dem Leben, was wir hier haben, denn ich habe nur 27 Stunden, okay. Bei uns ist das nun mal so, dass du nicht jederzeit irgendeine Waffe hast, die du nutzen kannst. Klar kannst du alle möglichen scheiß Zwecke entfremden, wie zum Beispiel... Das ist ja das Lustige. Du darfst keinen Baseballschläger mit dir im Auto mitführen, da er als Waffe zählt. Aber eine Axt, die darfst du mitnehmen. Weil, wenn du mit der Axt jemanden umbringst, ist es eine Zweckentfremdung der Waffe. Eine Zweckentfremdung des Werkzeuges. Bei einem Baseballschläger, da gehen die von Natur aus davon aus, dass es eine Waffe ist und kein Sportgerät. Ne? Also wenn wir mal wieder hier so ein bisschen bei komischen Sachen sind. Das ist eine davon. Super, jetzt haben wir noch eine Treppe. Ach, na gut. Dann Brems. Das sieht jetzt bestimmt total Banane aus von Weitem. Whiten. Na, geht eigentlich. Dann kommt da noch... Upsa. Einer kommt da noch drauf. Und da ist gut. So, aber wir müssen echt gucken, dass wir noch ein wenig Lehm daher bekommen. Ich lasse mal so ziemlich alles hier. Und begebe mich mal wieder... Ja, mal wieder auf Lehmsuche, Freunde. Muss sein. Tut mir auch so ein bisschen sorry, aber es hilft nichts. Gar nichts hilft's.
Das nehmen wir mit, das lassen wir dann auch hier. Und eine Schaufel bauen wir uns noch. Nur zur Sicherheit. Falls wir irgendwo ganz viel Lehm finden. Schön wär's. So. Zack. Ach, guck mal. Ich habe eine Hake dabei. Die lasse ich mal hier. Und die Erde. Eine 3 Erde ist ein bisschen wenig. Da holen wir uns noch ein bisschen was. Falls wir irgendwo... Na, was heißt falls? Wir werden definitiv irgendwo was ausstopfen müssen. Und die Level, die werde ich auch noch schnell los. Nicht, dass uns da irgendwo irgendwas passiert. Und wir müssen ein Bett auf jeden Fall mitnehmen. Weil sonst müsste ich mir ja noch die ein oder andere Waffe bauen, die wir mitnehmen. So, eins gehe ich ja definitiv da noch runter. Hier nehme ich mal den Stein noch schnell mit weg. Den können wir ja auch noch zum Ausstopfen benutzen. Zum Essen haben wir eigentlich genug dabei. Haben wir noch Spitzhacken? Ja, haben wir noch eine. So. GUT. Ich falle aber auch jedes Mal drauf rein, dass ich hier runter kann, ne? Schlimm. Irgendwie bricht jedes Mal hier die Framerate komplett zusammen. Ich weiß nicht, was das ist. Und dabei habe ich dem Typen schon hier, keine Ahnung, ich glaube, 16 GB Arbeitsspeicher zugewiesen? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Egal. So, wir wollten auf jeden Fall die Schaufel reparieren, habe ich gesagt. Nom, 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 nom. Ach ja, Grüße an Zordern von hier aus. Habe ich ja neulich mal gesehen, bei ihm in der Folge, wie er da so ein bisschen über mich und die Nebellande da so ein bisschen gequatscht hat und dann so ganz am Schluss seine kleine Anekdote hier, nom 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 nom. War lustig. Zordern, falls du das siehst, viele Grüße an dich, alter Barbarenkollege, sag ich mal. Und ja, wer denn der größte Krieger ist, das ist natürlich so die Frage. Aber an sich, ein wahrer Krieger ehrt immer den anderen. Das ist einfach... Oh, Sekunde, ich habe was im Auge. So, das ist einfach so ein Ehrenkodex. Ich brauche ein Bett unbedingt. Wo habe ich meine Betten, verdammt? Wie spät ist das? Fast Nacht. Habe ich das in der... Nee. Wo habe ich in meinem Bett stehen lassen, verflucht? Oh, ich soll ja nicht fluchen. Ich schmeiß später einen Euro in meine Kasse. Wo habe ich meine Betten? Betten, Betten, Betten. Na gut, dann nehmen wir halt eins vom Holzfäller mit. Okay, habe ich weggelegt. Hab gerade geguckt, so, hä, war ich jetzt unten? Keine Ahnung. Geronimo. Ja, es ist ein alter Krieger-Ehrenkodex, dass man immer den anderen Krieger, wo man nicht weiß, ob er besser als einer selbst ist, aber von dem man sagt, er ist gut. Da sagt man immer, er könnte besser sein wie ich. Das ist, ja, wie gesagt, so ein alter Kodex. So. Aber wie ich sehe, ich habe hier... Wolle? Nee. Kein Bett. Warte, hier waren doch Schafe da hinten, wenn ich mich da nicht täusche, ne? Schaf. Tja, du musst dran glauben. Holz. Ich brauche deine Wolle und dann muss ich noch schnell einen Baum fällen. Eine Wolle ist vielleicht ein bisschen wenig. Zwei Wolle ist auch ein bisschen wenig und der lässt jetzt bestimmt wieder 3 Wolle fallen oder so. Nee. So, dann schnell ein Holz. Ein Holz, ein Axt, ein alter Mann. Vor, zurück zur Seite, ran. Ach ja. Den müssen wir unbedingt demnächst auch noch fertig machen, hier dem Kumpel. Aber wie gesagt, Stück für Stück wird es hier in den Nebenlanden weitergehen, wie gewohnt. Es kann halt nicht alles auf einmal passieren. Leider Gottes. So und so. Gut. Das probieren wir gleich mal aus, ob wir das gut gebaut haben. Gute Nacht. Mhm. Eine herrliche, gute Produktion. Kann man drauf schlafen, durchaus. So, jetzt geht's wieder los auf Lehmsuche, meine guten Freunde. Ich habe keinen Kompass dabei, was, naja, nicht besonders klug von mir ist. Aber was soll man machen? Hallo Baumschaf,